Deine Zukunft in meinen Händen. Eine Germanet Starter Fanfiction von Farrah Otex. Kapitel 29. Am nächsten Tag wurden dann endlich die Listen für das Sportfest ausgehangen. Von der 5. bis hoch zur 11. Klasse traten möglichst alle Schüler in einer von 4 Mannschaftssportarten an, getrennt nach Altersstufen und Geschlecht. Für die Mädchen aus der 9. Klasse gab es Unihockey und Volleyball zur Auswahl. Für uns Jungs halt Basketball und Fußball. Ehrlich gesagt vermisste ich ein wenig die Zeiten, als wir noch 2 Felderball gespielt hatten. Ausweichen konnte ich ganz gut, werfen auch noch gerade so passabel. Aber bei solchen komplexen Sachen ließ ich mich viel zu leicht ablenken. Wie schon letztes Jahr waren alle Tabellen bereits zur Hälfte gefüllt. Einfach deshalb, weil gute Sportler oder Schüler, die in Vereinen spielten, von den zuständigen Lehrern bevorzugt wurden und sich schon einen Tag früher als der Rest eintragen durften. Und natürlich war Fußball bereits bis auf 2 Plätze vollkommen belegt. Die Namen kannte ich allzu gut. Das waren Nachwuchstalente aus dem örtlichen Fußballclub. Die waren schon fast in ganz Deutschland herumgekommen für Turniere. Mit denen wollte ich ehrlich gesagt nicht spielen. Selbst wenn mein älteres Ich mich dazu ermuntert hatte. Vor den Jungs machte ich mich doch nur total lächerlich. Komm, Nikolas, unsere Chance! Bevor ich reagieren konnte, hatte sich mein Klassenkamerad auch schon vor mich gedrängelt, einen Stift gezückt und trug sich zusammen mit einem Kumpel auf der Liste ein. Ich kreuzte mit geringer Hoffnung meine Finger. Nicht Fußball, nicht Fußball. Ich würde zwar nicht mitspielen, aber wenn mich jemand vielleicht darum bat, doch ihre Mannschaft zu verstärken, dann hätte ich eventuell doch nicht Nein dazu gesagt. Auch wenn das völliger Schwachsinn war und es so nie passieren würde. Die 2 Spalten waren voll, als Nikolas und sein Kumpel zufrieden mit sich und der Welt den Rückweg zu unserem Klassenraum antraten. Und ich ließ meine Schultern hängen. Schade. Und ohne guten Grund würde ich vermutlich nicht um die Teilnahme drum herumkommen, was bedeutete, dass ich doch bei Basketball landen würde. Zwar als Auswechsler, aber dummerweise landeten auch die irgendwann einmal auf der Spielfläche. Im Gegensatz zum Fußball. Dann halt nächstes Jahr. Vielleicht, wenn ich da rechtzeitig kam. Dado? Nicht erschrecken, ich bin's. Sind das die Listen für Freitag? Ich nickte Manu zu, der mir eine seiner warmen Hände auf die Schulter gelegt hatte und neugierig an mir vorbeischaute. Und wofür hast du dich eingetragen? Bestimmt für Fußball, oder? Nein, noch gar nicht, gestand ich. Ich wollte, aber ich war zu langsam. Jetzt sieht es aus, als ob ich zum Basketball gehen muss. Manus Euphorie ebbte ab und er gab ein zustimmendes, aber unzufriedenes Geräusch ab. »Mehr Möglichkeiten gibt es nicht?« fragte er etwas verwundert. »Hatte es mal, aber unsere Partnerschule hatte das abgelehnt. Während wir klassenweise getrennten Unterricht hatten, waren ihre Sportgruppen schon immer in Jungs- und Mädchenstunden unterteilt. Immer alle einer ganzen Klassenstufe zusammen. Das waren sogar noch weniger als bei uns, deshalb die geringe Auswahl.« Und da sich unsere Schule offenbar nicht hatte durchsetzen können, spielten wir halt nach den Regeln der anderen. In diesem Punkt war ich echt im richtigen Gymnasium gelandet. Ich hätte vermutlich auch die Ohren angelegt und mich der zeternden Stimme meines Gegenübers gebeugt. Es ging ja irgendwie. Es war fairer, als einen Haufen Jungs gegen Mädchen antreten zu lassen, die anders als Alina zum Beispiel kaum Sportgeist zeigten. Und bisher war ja jedes Jahr super gelaufen. Da konnte ich meine eigenen Vorlieben halt auch mal zurückstecken. »Hey, Kopf hoch! Du siehst ja total niedergeschlagen aus. Wir können ja versuchen, dass du doch noch beim Fußball mitmachen darfst. Und selbst wenn nicht, ist das ja kein Weltuntergang.« Manus Aufmunterungsversuche halfen tatsächlich ein bisschen, und gedankenlos lehnte ich mich leicht gegen ihn, den Kopf gegen seinen Oberarm geneigt. Ich versuch bis Freitag nicht mehr daran zu denken. Erst konnte ich deutlich spüren, wie sich sein Körper neben mir kurz anspannte. Dann beruhigte er sich aber relativ schnell wieder und mein Kumpel schlang einen Arm um mich, so dass wir schließlich leicht aneinander gekuschelt dastanden. Es war echt angenehm, irgendwie. Micha hatte ähnlich engen Kontakt immer strikt vermieden, außer für seine manchmal ziemlich rüpelhaften Aktionen. Daher kannte ich dieses neue Gefühl der Geborgenheit bei Freunden nicht so gut. Aber es gefiel mir wirklich. Ich seufzte leise und zufrieden und hätte am liebsten noch ewig so dagestanden. Doch Manu hatte andere Pläne. »Dado, Entschuldigung, ich muss noch mal ganz schnell weg. Ich glaube, es ist wichtig.« Nur widerwillig löste ich mich von ihm und sah ihm nach, wie er Richtung Toiletten ging und um die nächste Ecke verschwand.
Hätte das nicht auch noch eine Minute Zeit haben können? Leicht geknickt ging ich schon mal zu unserem Klassenraum zurück, der sich erst nach und nach wieder füllte. Als mein Banknachbar den Raum betrat, wirkte er aber überglücklich und mit einem breiten Lächeln nahm er neben mir Platz. Hatte ihm der kurze Moment auf dem Gang auch gefallen? Ich hoffte es, denn ich würde ihn gerne nochmal außerhalb der Schule wiederholen. Kapitel 30. Nach diesem Tag hatte sich irgendetwas verändert. Ich spürte es, ohne zuerst festmachen zu können, was es überhaupt war. Doch am nächsten Morgen wurde es noch deutlicher. Manu verbrachte die kurzen Pausen nicht mehr bei mir, sondern stahl sich jedes Mal nach draußen irgendwo in die Gänge der Schule und wenn er wiederkam, strahlte er fröhlich. Die lange Frühstücks- und Mittagspausen war er zwar noch bei unserer Gruppe, aber er träumte häufig und wollte mir nicht verraten, was mit ihm los war. Das würdest du mir sowieso nicht glauben, grinste er mir nur immer zu und gab mir nach und nach das Gefühl, als wäre ich nicht länger wichtig für ihn. Was würde ich ihm denn nicht glauben? Das konnte er doch erst so sicher wissen, nachdem er mich nur ein einziges Mal wenigstens eingeweiht hatte oder mir Hinweise gab. Aber nicht einmal das tat er. Und ich verbrachte die 5 Minuten zwischen den Stunden schließlich mit stummem vor mich hinstarren. Ein paar Jungs hatten heute früh an den Sportlisten zusätzliche Tabellenfelder für Fußball krumm und schief dazugezeichnet, sodass jetzt statt 11 Jungs ganze 15 teilnahmen. Ich wusste nicht, ob das so gestattet war oder ob man die zusätzlichen Spieler doch am Ende wieder strich. Aber seit ich das gesehen hatte, wollte ich mich auch unbedingt noch mit einschreiben. Dann hatte ich vielleicht eine Chance genommen zu werden, auch wenn ich immer noch nicht ganz davon überzeugt war, gut genug für dieses leistungsstarke Team zu sein. Bis Donnerstag unternahm ich nichts. Einen Tag vor dem Turnier schnappte ich mir zwischen 2 Doppelstunden einen Kuli und flitzte zu den Aushängen. Aber ich konnte es nicht. Ich war zu feige, meinen Namen auch noch darunter zu setzen. Stattdessen schielte ich zum Basketball. Immer noch 2 Plätze frei. Wenn die bis morgen nicht besetzt wurden, gab es Ärger vom Sportlehrer und danach wurden die übrig gebliebenen Jungs völlig willkürlich von ihm eingeteilt. Da ersparte ich mir lieber den Ärger von Anfang an und hoffte darauf, so selten wie möglich eingesetzt zu werden. Ich hatte meinen Stift beinahe schon angesetzt, als wieder einmal Manu hinter mir auftauchte. Seine Wangen waren fleckig, wie sie es scheinbar immer wurden, wenn er aufgeregt war. Hey Dado, immer noch nichts bei Fußball frei geworden? Nein, murmelte ich bedrückt und ließ meinen Arm unverrichteter Dinge sinken. Ich muss jetzt Basketball belegen, ob ich will oder nicht. Aber du willst eigentlich nicht, richtig? Erkundigte er sich, während er langsam ein Stück näher rückte. Ich nickte. Eigentlich nicht, aber wir werden sowieso zwangszugeteilt, wenn bei einer Sportart noch Leute fehlen. Also lieber jetzt zusammenreißen und meine Entscheidung machen. Meine Hand zitterte, als ich wieder den Kuli ansetzte und zu schreiben beginnen wollte, aber diesmal schritt Manu endgültig ein und zog sie mit seiner eigenen beiseite. Tu's nicht! Ich bin mir sicher, dass du irgendwie auch noch zu Fußball rutschen könntest. Gib den Gedanken nicht auf, okay? Wie sollte ich das schaffen? Fußball war vollkommen überbesetzt. Aber ich nickte einfach nach kurzem Zögern, um meinem Gegenüber zu besänftigen. Okay, ich will es probieren. Gleich würde es wieder zur Stunde klingeln und eilig gingen wir nebeneinander her, als ich mich dazu entschloss, Manu noch meine brennende Frage zu stellen. Einfach, weil der richtige Moment dafür nicht kam und dieser hier so gut wie jeder andere auch war. Wie sieht's mittlerweile mit dem Verliebtsein aus? Immer noch ein vielleicht? Er schaute mich groß an, ehe er den Kopf schüttelte und lächelte. Nein, mittlerweile bin ich mir sicher. Ich bin definitiv verliebt. Autsch. Aus unerfindlichen Gründen tat auch das weh. So wie die Vorhersage schon, dass Manu bald im Krankenhaus landen könnte. Aber ich schätze, ich sollte mich für ihn freuen. Es machte ihn ja offensichtlich glücklich. Also lächelte ich auch so gut wie möglich. Das ist schön. Doch in wen er verliebt war, wusste ich jetzt immer noch nicht. Kapitel 31. Ich fühlte mich einfach so ganz und gar nicht bereit für das Sportfest. Am liebsten wäre ich zu Hause geblieben, aber als ich Manu hatte wecken wollen, war er bereits wach gewesen und hatte mich darum gebeten, heute doch unbedingt dort zu sein. Also schnappte ich mir schließlich meine Sporttasche und radelte los zum Treffpunkt mit den anderen. Micha würde heute Fußball spielen. Erik dagegen war bei Basketball eingetragen.
Zwar war er nicht gerade ein begnadeter Spieler oder Punktejäger, aber er war wenigstens groß genug, um den Ball weit über das Feld befördern zu können oder Gegner abzublocken. Und ich war in allem eher eine Niete. Deshalb schwieg ich, als die beiden auf der Fahrt begannen, über ihre jeweilige Wahl zu fachsimpeln und die Sportarten miteinander zu vergleichen. Wir würden heute wegen mir verlieren. Dafür brauchte ich nicht einmal den Brief, um das vorhersagen zu können. Als wir ankamen, hatten einige Mitschüler bereits mit der Erwärmung begonnen und lustlos gesellte ich mich dazu. So konnte ich mit etwas Glück noch eine Weile dem Sportlehrer aus dem Weg gehen und meinen Anteil an seinem Ärger vermeiden. Doch 5 Minuten vor Beginn rief er uns Jungs alle nochmal zusammen. Sogar Manuel hatte er trotz seines Asthmas mit hergesteift. So, ich möchte keine Ausflüchte hören, dass ihr es nicht mitbekommen hättet oder ihr keine passenden Klamotten für heute mit habt. Aber vielleicht könnt ihr mir ja erklären, wieso da immer noch Lücken beim Basketball sind. Ist es denn so schwer, eure Klasse in 2 gleich große Gruppen aufzuteilen? 3 Leute haben sich noch nirgendwo eingeschrieben. Ich schaute schnell zu Boden. Wie sollte ich bitte vor allen anderen erklären, dass ich noch auf einen Platz beim Fußball gehofft hatte? Das würde doch nur wieder ein furchtbares Gestammel werden. Aber als der bärtige Mann die Teams neu organisierte und Nikolas samt seinen Kumpels zu den 3 fehlenden Jungs noch zum Basketball rüberschob, wurde ich hellhörig. Mein Name war nicht mit dabei gewesen. Hatte er mich vergessen? Obwohl ich wusste, dass das eine Schnapsidee war, lief ich ihm noch immer perplex hinterher und rief: Stehe ich irgendwo auf der Liste? Natürlich. Warte kurz. Da. Schau her, du stehst hier beim Fußball. Hoffentlich vergisst du das nicht wieder bis zum Spielbeginn. Beim Fußball? Wirklich? Ich drehte mich um und sah Manu noch an derselben Stelle stehen wie eben noch bei der Ansprache. Nur schmückte sein Gesicht jetzt ein spitzbübisches Grinsen. Ohne weiter nachzudenken, rannte ich los und warf mich ihm voller Schwung und übermütig in die Arme. Danke, Manu. Danke, danke, danke. Das ist eine tolle Überraschung. Ach was, dafür musst du dich doch nicht bedanken. Ist doch selbstverständlich, nuschelte er und tätschelte mir leicht den Rücken. Ich schaute zu ihm auf. Das ist alles andere als selbstverständlich. Ich glaube, das hätte niemand sonst für mich getan. Wie hast du das eigentlich hinbekommen? Manu sah inzwischen extrem verlegen aus, was ihn aber echt noch sympathischer machte, als er sowieso schon war. Das war kein Kunststück. Mir ist nur gestern aufgefallen, dass einer von den Typen auf der Liste ziemlich krank aussah. Er hat andauernd gehustet und sich die Nase geputzt. Also habe ich seinen Namen aus der Liste gestrichen und deinen hingeschrieben. Hätte auch voll in die Hose gehen können. Aber er ist heute tatsächlich nicht da. Und ich wollte dich unbedingt nochmal so glücklich sehen. Hoffentlich kann ich dann zusehen. Er lächelte noch einmal ganz kurz und schälte sich noch vorsichtig aus meiner Umarmung. Ich ließ ihn gehen. Mein einziger Gedanke war momentan eh nur dieses eine Spiel. Ich würde mir heute noch mehr Mühe geben als sonst. Sogar noch mehr als am letzten Freitag, um mich bei Manu für seine mutige Aktion zu bedanken. Die Zeit bis zum Anpfiff wollte und wollte nicht umgehen, und ich tigerte bereits meine gefühlt 100. Runde vor mich hin. Zwar würde ich zuerst ein Auswechsler bleiben, aber in der Halbzeit, also nach 10 Minuten, würde ich dann mit den restlichen Mitspielern auch meine Zeit zum Beweisen bekommen. Eine halbe Stunde später war es endlich soweit, und die erste Hälfte begann. Gespannt feuerte ich meine Mannschaft an, und ganz besonders Micha, der mich später ablosen sollte. Sie waren echt super, aber auch die Gegner stellten sich nicht schlecht an. Der Spielstand wogte hin und her, doch zur Pause hatten wir schließlich einen Vorsprung von 2 Toren. Das mussten wir nur noch irgendwie verteidigen, und dann hatten wir gewonnen. Bevor der Schiedsrichter das Signal zum Weiterspielen geben konnte, schaute ich noch mal kurz in den Tribünen hinter uns. Die Basketballspieler und Unihockeymädchen hatten gerade nichts zu tun und über die Hälfte waren hier, um uns anzufeuern. Gerade kamen auch die erschöpften Volleyballerinnen, und da entdeckte ich auch Manu ganz am Rand. Er gab mir beide Daumen nach oben, als sich unsere Blicke kreuzten, und der nervöse Knoten in meinem Magen löste sich besänftigt auf. Ich konnte das. Es war 3 Minuten später, als ich meine perfekte Chance bekam. Ich war mit nach vorne gestürmt, und ein Klassenkamerad entdeckte mich in einer riesigen Lücke zwischen den Gegenspielern. Er passte mir den Ball zu. Vor Aufregung hibbelte ich leicht, als ich ihn auf mich zukommen sah, und zielsicher versenkte ich ihn im nicht weit entfernten Tor. Der Junge davor hatte nicht einmal mehr die Zeit, um zu reagieren. Und triumphierend riss ich meine Arme nach oben. Ich hatte ein Tor geschossen. Ich hatte es wirklich geschafft. Für Manu. Erleichtert drehte ich mich um, in der Hoffnung, ihn jubeln zu sehen. Und stoppte auf meinem Weg zurück über die Mittellinie je. Manu saß dort nicht mehr alleine. Jemand
hat er sich zu ihm gesetzt. Franziska, die mit der schlimmen Akne. Sie hielten gut sichtbar Händchen und in diesem Moment knutschten sie miteinander herum. Ich glaubte beinahe, bis hierher ihr Schmatzen dabei hören zu können. Und mein eben noch vor lauter Glück hüpfendes Herz machte einen plötzlichen Abgang. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte den beiden nur noch bei ihrem innigen Kuss zusehen. Und spürte wieder diesen brennenden Schmerz in meinem ganzen Körper. Es war ein Gefühl, als hätte jemand kochend heißes Wasser in meine Blutbahnen geflößt, das mich von innen heraus verbrühte. Das war also der Grund für Manus andauerndes Verschwinden in letzter Zeit gewesen. Und für seine Freude. Und seine Verliebtheit. Diese Erkenntnis tat so weh. So sehr weh, dass ich am liebsten an Ort und Stelle einfach mit Atmen aufgehört hätte. Um nur nicht enger leiden zu müssen. Manu hatte nicht einmal mein Tor gesehen. Na los, beweg dich schon! Wir wollen weiterspielen! Mich traf ein Ball zielgenau am Hinterkopf. Dann schubste mich sogar noch jemand aus der anderen Mannschaft, sodass ich stolperte und beinahe noch stürzte. Den darauf ausbrechenden Streit, den vor allem mich auf Wut und Brand ganz vorne dran ausfocht, bekam ich nur am Rande mit. Wenn es so weh tat, Manu mit einer anderen zu sehen. Es ist so innig und so glücklich. War das dann Liebe? War das mein gebrochenes Herz, das da in meinem Körper rebellierte und nicht wahrhaben wollte, was es da sah? Ich war nun bereit, es zu glauben. Ja. Ich hatte stärkere Gefühle für meinen Freund und jetzt würde ich ihn bestimmt nicht zurückkriegen. Jetzt war es zu spät. Den Tränen nahe taumelte ich zur Bank an der Seite des Spielfeldes und hoffte, dass irgendjemand anderes für mich einsprang. Ich wollte nicht mehr. Mir war sämtliche Lust am Fußball vergangen. Seltsamerweise fühlte sich die restliche Spielzeit nur noch für wenige Sekunden an. Dann pfiff der Lehrer ab und unser Team begann zu jubeln. 10:11. Wir hatten gewonnen. Aber das erreichte mich alles nicht mehr. Vollkommen niedergeschmettert stand ich auf und schlich in den Flur vor der Halle hinaus, als sich eine Hand auf meine Schulter legte. Maurice? Was ist los? Hat dich der Typ verletzt? Wieso weinst du? Ich schluchzte auf und presste mich dann an Micha. Er gab mir in diesem Moment den Halt, den ich jetzt so dringend brauchte. Bis ich mich genügend gesammelt hatte, um überhaupt sprechen zu können, war sein T-Shirt unter meinem Gesicht vollständig mit Tränen vollgesogen. Ich hab Manu gesehen. Mit Franziska. Sie haben geküsst und das hat mir so weh getan. Ich glaube, Micha gab mir zu verstehen, dass ich ruhig sein sollte. Ich gehorchte und wusste im nächsten Moment auch, wieso er mich gewarnt hatte. Schritte und Gelächter, das sich näherte. Schnell drehte mein Kumpel uns so, dass ich für vorbeikommende Schüler beinahe hinter seinem Rücken unsichtbar wurde, ich aber durch einen Spalt zwischen seinem Oberkörper und Arm hindurch alles beobachten konnte. Es waren ein Junge und ein Mädchen, die da auf uns zuliefen. Und eine Sekunde darauf wurde meine größte Furcht bestätigt. Hi. Micha ist da. Ich meine, ist Maurice noch drin? Geht es ihm nicht gut? Bevor ich etwas Dummes tun konnte, brummte Micha, ich glaube, es wäre besser, wenn du es gehst. Ich werde ihm Bescheid sagen, dass du dich nach ihm erkundigt hast. Ja? Aber Manu verstand nicht. So schlimm? Ich habe nur gesehen, wie er plötzlich wieder auf der Bank saß.
Was ist mit ihm? Bohrte er weiter nach und kam uns immer näher, wahrscheinlich in der Absicht, selbst in der Halle nach mir zu suchen. Er würde mich früher oder später eh sehen. Also hob ich jetzt einfach meinen Kopf von Michas Brust und schaute Manu durch meine verquollenen Augen an. Er stoppte sofort. Seine Besorgnis kippte in Bestürzung. Bitte. Geh einfach. Verlangte ich zitternd, aber mit ernster Stimme. Du kannst mir gerade nicht helfen. Seine Schultern sanken nach vorne, als er das hörte. Aber diesmal hinterfragte er meine Worte nicht. Okay, aber bitte ruf mich an, wenn du doch mit mir reden möchtest. Während er mit Franziska zurückging, sah ich noch, wie sich ihre Hände wieder umeinander schlossen. Dann war er verschwunden. Und ich begann von neuem wie ein Schlosshund zu weinen. Micha bleibt bei mir. Ich hielt mich fest und wiegte mich ganz leicht und beruhigend, bis wohl wirklich jede letzte Träne vergossen war, die ich überhaupt aufbringen konnte. Du liebst ihn. Vollendete er meinen Satz von vorhin mit rauer Stimme, und ich nickte verzweifelt. Tat ich. Entgegen aller Erwartungen und meinem besseren Gewissen. Micha seufzte mitleidig. Das wird wieder, da bin ich mir sicher. Ruh dich jetzt nur am Wochenende aus und am Montag machen wir zusammen einen Schlachtplan, okay? Manu hat was Besseres verdient als die. Ich schwieg. Einerseits klang das so wundervoll und leicht, wie Micha das sagte. Doch auf der anderen Seite trieben mir seine Gedanken noch einen weiteren Keil ins Herz. Mit Franziska war Manu scheinbar glücklich. Und das hatte mein Älteres sich doch gewollt. Dass er glücklich war und sein Leben nicht am 12. September endete. Wenn das die einzige Möglichkeit war, dann musste ich das halt akzeptieren und dich wieder zerstören. Es tat mir zwar weh, wenn ich sie nur zusammen sah, aber das konnte ich vielleicht auch noch irgendwie ertragen. Nur die Zähne noch ein kleines bisschen fester zusammenbeißen und ich würde es überstehen. Micha beugte plötzlich seinen Kopf zu mir herunter. An seiner Brust spürte ich es schneller schlagen als zuvor und sein warmer, nervöser Atem streichelte mein Ohr. Ich muss dir auch noch etwas sagen, Maurice. Er unterbrach sich mitten im Satz, schüttelte kurz seinen Kopf und drückte mich nur noch einmal kräftig an sich. Ach, schon wieder vergessen. War wohl doch nicht so wichtig. Denk nicht mehr drüber nach. Und dann ließ auch er mich alleine im Gang stehen. Ich hatte noch nicht wieder die Kraft, um mich aufzurappeln und ihm zu folgen. Also ließ ich mich an der Wand in meinem Rücken hinuntersinken, winkelte die Knie an und vergrub mein Gesicht in ihn. Das, was mit Abstand der schönste Tag für mich hätte werden können, war nun der schrecklichste in meinem ganzen Leben. Hi. Also, zu meiner Verteidigung, ich hatte das schon aufgenommen. Auch schon so vor Halloween sogar. Denn ursprünglich hatte ich an Halloween was bringen wollen, bis mir dann aufgefallen ist, du hast dein Halloween-Kleid noch gar nicht fertig. Huh. Ja, ich liebe es zu nähen. Und natürlich, als würde ich mir ein Kostüm kaufen. Pfuh. Ich verwende lieber meine ganze Freizeit, die ich nicht am Arbeiten und nicht in der Schule bin, dafür ein Kleid zu nähen, das ich nie wieder anziehen können werde. Ach, keine Ahnung. Und, ja. Demnach kam doch nichts. Und ich weiß nicht, ich wollte was über... Ich wusste nicht, worüber. Ich wusste es einfach nicht. Ja. Also nicht wundern, sollte irgendwann im Juni oder so dann eine Halloween-Folge kommen. Und keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, dass ich einfach die ganze Zeit... Also ich hatte es aufgenommen. Mehrfach. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich nicht genug Emotionen mit reinbringen konnte. Fraglich, ob das jetzt gut ist, dass ich genug Emotionen mit reinbringen konnte. Ich sag nur Namensdoppelungen. Aber...
Eine Schweigesekunde für... Ich wollte gerade sagen für Manuel, aber der hat keine verdient. Nein, hast du nicht. Für Maurice. Und noch eine für Micha. Weil, also ich weiß noch nicht, ob wir alle die gleiche Vermutung haben, was er eventuell hatte sagen wollen vorhin zu Maurice. Ich habe meine Vermutung. Ihr habt eure Vermutung. Ich glaube, wir haben die gleiche Vermutung. Aber, ja. Ach, ja. Es kann sein, dass ich demnächst einfach nochmal Behind the Mask neu aufnehmen werde. Weil ich mich momentan wieder darin verliebt habe. Also ich habe es noch nicht wieder gelesen. Aber ich habe das Bedürfnis, es nochmal neu aufzunehmen. Als riesiges, langes Video. Aber verlasst euch darauf, dass es erst in 3 Jahren oder so kommt. Also, keine Ahnung. Und da ich nun offiziell das Okay habe, Lieder über eine Person zu schreiben, wird heute noch ein Lied online kommen. Yay. Also, ja. Ich hoffe, also mit heute, heute meine ich heute, heute. Sprich, 7.1. heute. 7.1.2022 heute. Ja, wow. 2 Videos in einem Tag. Krass. Oder überhaupt erstmal ein Video in einem Monat. Huh. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei Ferautix vorbei. Lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ja, ich habe nebenbei traurige Musik gehört. Ich konnte nicht anders.